Einen wunderschönen guten Tag, meine Maverick TV Zuschauer auf Maverick TV zu einem neuen Format. Und zwar das Format Ansage an. Ja? Und zwar in diesem Format werde ich Ansagen an Profis machen, Freunde. Und der erste Spieler steht auch schon fest, an dem sich meine Ansage richtet. Und trotz allem möchte ich noch ein paar Hinweise für dieses neue Format hier angeben. Wichtig ist, ne, mit Respekt hier umzugehen, mit dem jeweiligen Spieler, auch wenn er sein Fett von mir abkriegt. Es dient auch eigentlich zu Motivation der Spieler, ne? Denn es werden Spieler sein, bei denen es überhaupt nicht läuft. Und meiner Meinung nach sind sie im falschen Beruf als Fußballer. Und wichtig ist, die Kritik auch mit Fakten zu belegen und sachlich bleiben und nicht beleidigend werden. Das trifft auch auf meine Fans zu. Beleidigt die Spieler nicht. Und falls ihr euch zu dem Spieler auch äußern möchtet in Kommentaren, bitte auf Fakten basierend ganz nüchtern eure Meinung sagen. Ja, nicht mit dieser Negativität hier jetzt beleidigen zu müssen, sondern einfach Fakten belegen, warum ihr das und das so glaubt, Freunde. Und wichtig ist bei dem Video, vor allem die Maverick Army, ne, verbreitet das Video auf der Profiseite des Vereins, des jeweiligen Spielers, damit der Spieler das sieht, denn es kommt zu einer Challenge-Herausforderung an den Spieler und ich hoffe, dieser Spieler ist auch immer ein Ehrenmann und nimmt meine Herausforderung an und schickt es dem Spieler auf Instagram, Facebook, alle Seiten, die er hat, Twitter, verlinkt dieses Video und schickt dem Spieler genau meine Maverick TV Ansage, damit er das zur Kenntnis bekommt und meine Herausforderung am Ende des Videos annimmt, Freunde. Und der erste Spieler ist ein Spieler vom SV Werder Bremen, Freunde, und er heißt Davi Selke. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Vornamen, aber ich glaube, es ist Davi, ist richtig. Ja. Also, hallo erstmal Davi. Und zwar habe ich diesen Spieler länger streng beobachtet, meine lieben Freunde. Ja, ich habe mir sehr, sehr viele Wochen, Monate und Tage meine Gedanken zu dem Spieler gemacht und ihn immer wieder unter die Lupe genommen, als er wirklich aktiv am Fußballspielen im Profibereich war. Und ich muss jetzt reden, weil es ist genug und nicht, dass mir der Kragen jetzt letztens geplatzt ist und es war nur eine Szene, wo ich wusste, ich muss jetzt reden und ich muss jetzt diesem Spieler auch wirklich meine Meinung sagen, was ich denke und was ich glaube und gegen ihn eine 1-gegen-1-Challenge machen. Denn diese Aktion im Nachholspiel gegen Frankfurt, wo er einfach in der 1-gegen-1-Situation ist und das ist wirklich, ob er da ein Tor macht, ist eine Sache für sich. Aber er kann daraus eine 1-gegen-1-Situation als Stoßstürmer machen. Er muss sie machen bei so einem Marktwert, Freunde, ja, den er besitzt. Und da sind stolze 8 Millionen Euro, die er wert sein soll, in Anführungsstrichen. Ja. Und zu seiner besten Zeit bei Hertha BSC, dritter Monat 2019, war er sage und schreibe 20 Millionen wert. Und da muss er seine Schnelligkeit nutzen. Er führt eigentlich schon gegen alle, gegen die Abwehrreihe, mit dem Rücken zu dem Abwehrspieler und dann hat er eine 1-gegen-1-Situation und er vertändelt den Ball wie in der Kreisliga B und da wusste ich, ich muss sprechen, ich muss reden. Und zwar, Freunde, wie gesagt, 8 Millionen Marktwert, muss man sich mal vor Augen führen, 8 Millionen Euro. 20 Millionen von einem guten Jahr bei Hertha wert gewesen. 20 Millionen. Er ist zurzeit der wertvollste, 55. Platz bei den wertvollsten Spielern in Deutschland. Ja, nur 54 Spieler sind wertvoller in Deutschland als er. Ja, und warum ich das jetzt hier so andeute, diese Zahlen, weil es sind Zahlen, da kann man schon was erwarten. Die nächsten Zahlen bei Hertha noch, ja, die Daten, bei Bremen haben sie nicht herausgefunden. Zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro hat er bei Hertha jährlich verdient. Das sind circa 250.000 Euro pro Monat. Für 250.000 Euro pro Monat kann man schon ein bisschen erwarten, Freunde, ne? Und jetzt kommen wir mal zu den Fakten, Freunde, ne? Und da sind hier
in 27 Bundesligaspielen für Hertha und Bremen in dieser Saison, er ist ja zwischendurch gewechselt von Hertha zu Bremen, hat er sage und schreibe ein einziges Bundesligator geschossen. Und das einzige Bundesligator gegen seinen Ex-Verein RB Leipzig, wo sich die Jungs schon aus Mitleid gesagt haben, ey, der war hier bei uns auch 3 Jahre, glaube ich, oder 2,5, ne? Komm, soll ja eine Bude machen, ne? Ob wir da 1-4 gewinnen oder 2-4, lassen wir den Davy, der war ein guter Junge, soll er ein bisschen aufgebaut werden von Leipzig. Ansonsten kein Tor weniger. Und ich sage nicht nur von einem schlechten Jahr, von einer schlechten Saison. Er ist Stürmer, der 250.000 Euro verdient, Freunde. 2018, 2019, die vorige Saison bei Hertha BSC, Freunde. Sage und schreibe in 30 Bundesligaspielen 3 Buden gemacht. Man merkt also eine sehr miese Tendenz nach unten steigende Kurve, Freunde. Ne? Das waren sage und schreibe 3 Treffer. 3 Treffer. Ne? Das ist ein Hattrick, Freunde. Das schaffen auch Spieler, die 8 Millionen wert sind, ja, und 250.000 Euro im Monat verdienen, auch in einem Spiel. Also auch in einem. 90 Minuten reichen dafür 3 Treffer. Der hat ein ganzes Jahr gebraucht, Freunde. Und jetzt, Freunde, ne? da dachte er sich, na, die 3, das war ja schon mal, das ist schon kein schlechter Wert, Freunde, ne? Mache ich mal einfach 33,3% davon jetzt in der neuen Saison, ne? Das ist ja, da sind ja Zahlen, das schwört mir, das ist, also ich sage euch, ich ohne Training, ne? Für 250.000 Euro gehen wir davon weg. 50.000 Euro im Monat. Im Monat 50.000 Euro für mich ohne Training. Und die Minuten sind 1.391 Minuten. Ich hab's umgerechnet. Das sind volle 15,5 Spiele. Gibt mir ohne Training 15,5 Bundesligaspiele, ja, für 50.000 Euro im Monat ohne Training, ja, so viele Spielminuten in der Bundesliga. Sagen wir mal immer als Joker ab und zu mal von erster Minute an. Und ich werde mindestens 2 Bundesliga-Tore erzielen. Das ist safe. Da gibt's gar nichts dran zu deuten, Freunde. Und man muss dir jetzt auch sagen, ist das der richtige Beruf, Stürmer für Davy Selke in einem Bundesliga-Verein zu sein? Ist es sein Ding, Fußballer zu sein? Das muss man sich ja wirklich hinterfragen. Denn er macht den Anschein, wenn man das jetzt mit anderen Berufszweigen vergleicht, das ist für mich vergleichbar, als wenn jetzt ein Feuerwehrmann beim Löschen einfach kein Wasser im Schlauch hat. Ne? Oder ein YouTuber, der mit YouTube sein Geld verdient, immer nur einen Klick hat und das ist der Klick, den er sich selber gibt. Oder wenn ein Polizist bei den Verhaftungen, er will jemanden verhaften und immer laufen ihm die Räuber weg und er schafft es nie, jemanden zu verhaften. Oder wenn jemand Vater werden will und daraus kommt immer heiße Luft. Ne, da sind so die Vergleiche, ne, die man da jetzt mit Selke und Fußball in Zusammenhängen nennen muss, Freunde. Und man merkt auch wirklich, bis er 17 Jahre alt war, der junge Mann hier, hat er ja auch wirklich schon bei Weinstadt, Fellbach, Schmieden, Waiblingen, Stuttgarter Kickers, Stuttgart, Normannia, Gmünd und Hoffenheim gespielt, ne? Da merkt man auch schon, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vereine haben das ja auch wirklich gemerkt und den auch immer weitergeschickt, ne? Dass es einfach mit Fußball wohl nix wird, ne? In dieser Laufbahn. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dort wirklich auch Trainer gab, die gesagt haben, komm Davy, ne? Vielleicht ist Becker doch ein besserer Beruf für dich, ne? Aber am Ende ist er Fußballer geworden. Gott wollte es so und er ist Fußballer geworden. Und ich muss sagen, für mich bei 27 Bundesligaspielen und einem Treffer gegen sein Ex-Verein, ne, ist wirklich Marktwert vielleicht 500.000 Euro, ne? Und monatlicher Verdienst, vielleicht sagen wir mal jetzt brutto 25.000 Euro. Aber Freunde, doch nicht so eine Zahlen. Wir können das jetzt wirklich nicht hier jetzt so dermaßen übertreiben, was man für das Geld alles machen kann, was man für Spieler, für so viel, welche Spieler man auch aus dem Ostblock verpflichten kann, die locker 6, 7, 8, 9 Mal treffen für ein Zehntel.
Ja, und die auch ein Zehntel wert sind von dieser Summe, die hier wert sein soll. Und ich sag mal so, Freunde, mein Angebot und meine Challenge an Davy Selke, falls du das siehst, es ist jetzt einfach auf Fakten basierend hier. Ja, und es sind nun mal Fakten. Also ich habe hier nix verdreht, das weißt du ja auch selber. Und ich sage Folgendes: Ich komme nach Bremen, ich komme nach Bremen, ja, und wir machen eine Challenge. Elfmeterschießen, wenn ich schieße, gehst du ins Tor, wenn du schießt, gehe ich ins Tor. Wir stellen eine Kamera drauf, ich komme alleine mit Trainingsanzug nach Bremen und wir machen eine Elfmeter-Challenge. Und wenn du gewinnst, ja, muss ich was machen, und wenn ich gewinne, musst du von diesem üppigen Gehalt etwas spenden an etwas Schönes. Also gibt's ja viele Sachen, wo man sagt, Fußballschulen, wo Jugendliche in Afrika auch keine Bälle und keine Tore haben, ne? Aber trotz allem Fußballer werden wollen. Und wir machen da so ein Afrika-Projekt oder so. Da donnern wir mal einfach mal von den 250.000 im Monat, sagen wir mal die Hälfte, damit du auch noch mal 125.000 Euro dann für den Lebensunterhalt dann im Monat noch zur Verfügung hast. Sagen wir mal 125.000 Euro ballern wir dann einfach nach Afrika, damit da die Pfosten und die Latten stehen und ein ganzes Dorf an Talenten dann auch mit Bällen und Trainingsanzügen sich richtig, ja, ans Training machen kann und versuchen dann dort auch ein Tor zu treffen, ne? Freunde. Und das ist mein Angebot. Ich hoffe, du bist ein Ehrenmann. Du warst in Berlin. Du weißt, in Berlin ist Ehre das Wichtigste, vor allem in Neukölln, wo ich hier aufgewachsen bin. Und ich hoffe, du nimmst dir das zu Herz, nimmst mein Angebot an. Und heute geht es ja um 13:30 gegen Wolfsburg. Ich habe gesehen, du bist in der Startaufstellung. Also will nicht wissen, wenn der Selke heute trifft, ne? Was das hier dann sein wird, Freunde, ne? Ich wünsche dir, Davy, auf jeden Fall viel Erfolg. Das Video ist ein Video, aber wir müssen menschlich bleiben und auch sehr respektvoll miteinander umgehen in der Sportwelt, Freunde. Und ich sage, Davy, ich wünsche dir heute sehr, sehr viel Glück gegen VfL Wolfsburg, wenn du starten solltest, aber sieht danach aus. Und ich wünsche dir heute wirklich mal, dass der Ball von deinem Fuß, ja, über die Torlinie kommt und du dann endlich mal ein Torjubel wieder raushauen kannst, Freunde. Und dann will ich gar nicht wissen, was hier auf Maverick TV los ist, Freunde. Ich wünsche Werder Bremen heute alles Gute. Versucht eins, meine Maverick Army: Wenn dieses Format beibehalten werden soll, ich werde mir noch viele raussuchen, ne? Ich beobachte schon viele andere, wo es nicht so läuft, ne? Und ich sag mal so: Wenn dieses Format bestehen bleiben soll, vergiss nicht, dass Davy überall zu schicken, Werder Bremen überall zu schicken, auch allen anderen von Werder Bremen. Gebt dem Video einen Daumen hoch und kommentiert respektvoll, Freunde, sportlich, mit Fakten belegend, unter dieses Video, was ihr von Davy Selke und seiner Saison bei Hertha bzw. Werder Bremen diese Saison hält, ja, oder halten tut, Freunde, ne? Mein Name ist Maverick Berlin. Ich hoffe, die Challenge nimmst du an. Ihr wart auf Maverick TV. Dankeschön fürs Zuschauen. Peace out und ratatatata, macht die Geldziehmaschine. Yeah!